Gib mir das Menschen, Junge. Gib mir, was mir gehört. Wir Wölfe sind ein freies Volk. Wir nehmen keine Befehle von einem gestreiften Viehmörder entgegen. Ach, was erdreistest du dich? Shirkan spricht mit dir. Und ich, Raksha, bin es, die dir jetzt antwortet. Das Menschenjunge gehört zu mir. Es steht unter dem Schutz des Rudels. Und das Gesetz des Dschungels schützt es vor Feiglingen wie dir. Du warst Shirkan Feige zu nennen. Sieh dich vor, du großer Jäger hilfloser Geschöpfe, das nicht mein Junge eines Tages Jagd auf dich macht. Ja, im eigenen Hof kläfft jeder Hund. Aber wagt euch nur hinaus in den Dschungel, denn da seid ihr meinem Revier. Kannst du sehen, sonst stell ich dich. Shirkan, der Tiger, ist in unsere Jagdgründe zurückgekehrt. Vergangene Nacht machte er Jagd auf Mowgli, das Menschenjunge, das vor 12 Regenzeiten von Rakshas Familie aufgenommen wurde, nachdem Shirkan dessen Familie im Dschungel angegriffen hatte. Nur widerwillig hat Shirkan unseren Entschluss, Mowgli in das Rudel aufzunehmen, akzeptiert. Nun bin ich alt und grau geworden und vermag Shirkan nicht mehr lange die Stirn zu bieten. Er hat sich schon so lange geduldet und wird ab sofort jede Gelegenheit ergreifen, Mowgli zu töten. Deshalb, Raksha, darf Mowgli nicht mehr alleine in den Dschungel gehen. Aber das genügt nicht, um Shirkan davon abzuhalten, Mowgli anzugreifen.